herzlich willkommen zur 21. Folge Krass Dorio 2 mit dem Felix. Moinsen. Hallo. Sechs, neun, zwölf. Baust du nebenbei was? Gerade nicht, nein. Immer grüne Karten bauen. Ja, okay. Wenn du nichts drin hast, bau grüne Karten, damit wir da weiterkommen. Sind drin, ne? So, und dann wollte ich ja anfangen, grüne Karten zu automatisieren. Die brauchen Eisenzahn, das haben wir, elektronische Zeitkreise haben wir, Dings haben wir. Also eigentlich haben wir dafür alles. Theoretisch. Ja. Außer halt unter Umständen Motivation, den Scheiß aufzubauen. Aber gut, darum kümmere ich mich jetzt trotzdem. Reichweite, so, Pams. So, was braucht man da? Die Karten, elektronische Schaltkreise und Eisenzahnräder. Eisenzahnräder. Hast du jetzt schon wieder festgestellt? Nee, ich hätte fast einen Fehler gemacht. So einen rein. Da so einen rein. So ein rein, da so ein rein. Das, 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 das.
Meintest du nicht, du wolltest Fließbänder begrenzen? Ja, habe ich wieder rausgenommen. Weil du gesehen hast, oh, Eisenplatten sind voll. Grüne Tech-Cards. Wobei das mit den Eisenplatten sind voll, würde ich gleich eventuell nicht mehr behaupten. Liegt aber daran, dass ich was am Erz geändert habe. Ich bringe gerade eine dritte Leine mit rein, links. Und ich habe was umgebaut insgesamt. Meinte eigentlich, dass ich jetzt hier eher noch deutlich mehr Erz verbrauchen möchte. Okay. Mal gucken, wo ich Strom herkriege. Von da definitiv nicht. Dann hole ich es mir von da. Okay. Es läuft jetzt auf jeden Fall wieder relativ viel. Ja. Immerhin. Tech-Cards sind damit automatisiert. Schön. Ich muss jetzt nur noch irgendwie an unser Labor ran. Oh, fuck. Nein, kein Stahl. Angeschlossen, geht es los. Schön. Jetzt ist natürlich die Frage, unsere Eisenkiste hier oben leert sich.
unsere Kiste Blank Tech Cards. Füllt sich. Okay, also füllt sich wieder. Das passt soweit auch. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen keine grünen Tech-Cards mehr zu bauen. Schön. Okay, aber ja. Unter Umständen könnte es da trotzdem noch zu leichten Versorgungsschwierigkeiten kommen. Oh, das ist aber toll. Jetzt muss ich hier nach ganz hier oben laufen, um meine Sachen da reinzupacken. So, also hier ist der Stau. Ja, noch, aber ich habe gerade neue reingepackt. Ja, okay, das ist natürlich schlecht. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz warten, bis die neuen da weg sind. Ich glaube, dass das ganze Band gleich voll ist, ehrlich gesagt. Das glaube ich eher nicht. Fast. So, das heißt, der Stau ist hier. Sehe ich jetzt schon, dass der Stau weniger werden wird. Ja, alles da. Also haben wir zu wenig. Zumindest um dauerhaft zu produzieren. Dann machen wir es halt anders. Ich sage mal so, die ganze Anlage ist ja darauf aufgebaut, dass man hier eigentlich jederzeit erweitern kann. Und wo bleibt das Aber? Möchtest du ein Aber hören? Das klang so nach einem Aber-Satz. Ja, möchtest du... Nee, danke, ich verzichte. Okay. Dann, sonst hätte ich jetzt noch ein Aber gesagt, wenn du es gerne hättest. Gut, Erweiterung läuft. Okay. Die Eisenkiste fühlt sich, leert sich dadurch jetzt noch schneller. Okay. Stau ist ungefähr Untergrund für dieses Band. Dann gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Ja klar, gut, jetzt müssen halt erstmal sich die Fabriken alle vollfüllen. Aber das reicht noch so. Der Stau ist jetzt nicht mehr am Unter... Ah, okay, der Stau. Der Stau ist jetzt hier, wo ich stehe. Ich bleibe jetzt hier mal ganz kurz 30 Sekunden stehen, um die ganze Geschichte mal gucken. Weil es leert sich halt leicht. Ja. Dann ist der Produktionsumlauf wieder fertig. Dann füllt es sich wieder.
Aber tendenziell bleibt es, glaube ich, ziemlich gleich. Ja. Jetzt kommt wieder gar nichts. Jetzt leert es sich wieder. Jetzt kommt wieder was. Jetzt ist, ja, also es ist, mal abwarten, ob da vielleicht noch was in der Kiste ankommt. Das ist, glaube ich, eher das Problem, dass wir dann höchstwahrscheinlich nicht mehr genug davon bekommen. Ah, guck mal an. Die Anlage läuft wieder. Ich weiß. Und wir haben drei Inputbänder. Sehr schön. Jetzt ist Und natürlich die die sind sogar Frage, kerzengerade. unser Warenhaus mit Eisenplatten leert sich aber. Toll. Und jetzt noch eine Schmelze hinten dran. Wir haben ja genug Pass Erz. auf, die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen würde, ich baue jetzt hier mal aus. Ja. Dann kriegen die Knickarme das Erz nicht schnell genug rein. Das heißt, wir müssten dann auf blaue Knickis gehen. In sowie Out. Naja, obwohl Output schaffen sie. Das heißt, wir müssten. Deswegen siehst du ja oben die Forschung schon. Ich gehe jetzt gerade auf Lichtbogenöfen und dann bauen wir halt um. Ja. Deswegen, also wir sind ja oben, also unten vom Feld schon wieder auf 1634 Produktion Ja, hoch. du, die Zeit kannst du dir auch angucken. Die fällt momentan gefühlt dauerhaft um eine Stunde oder so. Aber höher kriegen wir die Produktion auch nicht, solange wir nicht neue Erzförderer aufsetzen. Ja, außer durch irgendwelche Forschung so. So, also ich wollte jetzt, ja, ich habe jetzt Hochöfen gebaut und wollte jetzt hier unten auf alle Fälle die Dings machen. Die Quarzverarbeitung. Kohle haben wir ja hier unten anliegen. Das habe ich hier schon soweit vorbereitet, dann kann. Eine Frage. Brauchst du hier, da wo ich die Fließbänder gesetzt habe, links die Fläche? Also da wollte ich gerade ein Fließband drunter setzen oder soll ich es dann lieber weiter links setzen? Fließband für was? Kupfererz wollte ich von unten holen, weil unser Kupfererz sich absolut nicht staut. Also von hier. Korrekt. Nö, Soll ich eigentlich links vom nicht. Wasser rum oder rechts rum? Das ist mir vollkommen egal. Ich glaube, du kannst sogar auch durch die Mitte. Mach, wie du denkst. Ja, ich frage nur wegen Fläche, was du da unten noch brauchst. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht so wirklich was geplant. Okay. Okay, wir brauchen Land. Geil. Das ist natürlich nur die Frage, ob uns dann hier nicht die Kohle abscheißt. Dann musst du halt das Fließband auf Rot setzen. Das ganze Fließband ist ja noch gelb. Und Strom kommt ja auch gleich weg da. Von daher. Ja gut, dann sollte es ja reichen. So, dann basteln wir mal hier. Plop, plop.
nach dahin. Keine Bänder mehr, echt jetzt? Muss ich jetzt echt auf Handcrafting umsteigen? Kannst ja auch einfach nach oben rennen. Ja, aber dann sind zwei Folgen weg. So, und ihr sollt hier machen Silikon. Ich glaube, Silikon war das. So, ist jetzt die Frage. Ja, ich denke mal, das bisschen Silikon sollte reichen. Ich brauche ja zum Glück nicht ganz so viel Silikon dafür. Für die Glas, Silikon, ja, und Kunststoffstangen. Ditte ist doof. Was brauchen die Chemical Tech Cards? Glas, erweiterte Schaltkreise, Schwefelsäure. Leck mich. Okay, vielleicht. Hast du irgendwas anderes erwartet? Ja, vielleicht bräuchten wir dann. Unter Umständen eventuell. Ölverarbeitung. Und das weiß Felix, deswegen drückt er sich schon wieder davor. Natürlich, immer. Ich hab's genau gewusst. Sind da beide Seiten schon voll vom Band? Oh ja, da sind beide Seiten schon voll vom Band. Nicht schlecht. Na gut, dann können wir das erstmal weglassen. Dann könnten wir vielleicht noch das forschen. Das forschen. Das forschen. Das Band ist selbst rechts neben dir schon das voll. Forschen, das forschen. Ist das forschen. Das ist gerade beim Stein, Opa. Das forschen. Das Munitionsband, die eine Hälfte. Das ist gerade beim Steinfeld, bei Strom. Nö, das ist nicht. Ja, eine Hälfte, aber ich warte darauf, dass die zwei Seiten voll sind. Die sind ja gerade bei Stein vorbei. Wo bei denn? Steinfeld, wo 9,5 Millionen sind, wo jetzt gerade eben wieder alles zugelaufen ist, ist es gerade vollgelaufen. Beide Seiten. Ach, da unten? Ja. Ach so, ja gut, dann braucht es noch eine Weile. So, dann bräuchte ich hier. Ganz wichtig, mal ein paar blaue Maschinen, weil die roten Karten kommen nicht hinterher. Och, er macht Lenfe. Ganz, ganz wichtig wird jetzt Lenfel. Da, dann machen wir das dahin. Dann bräuchte ich Militär, Eisenplatten und Kohle. Dann schnabulieren wir uns nämlich den Platz hier vorne erstmal. Und zwar... da. Nehmen wir dann erstmal das hier. Okay, wir brauchen doch keine Granaten. Ich brauche Untergrundbänder.
Untergrundränder. Untergrundrohre. Und sowas hier. Eisenplatten. Verdammt. Ich laufe jetzt zurück. Stark. Landfill. Level 17. Ich bin schon fast 18, aber okay. Ja, ich bin auch Level 17, die Hälfte. Aber ich habe es verplant zu sagen. Okay. Eisenbahn incoming. Vielleicht das mal dazu packen. Unter Umständen. Unter Umständen Tanks. Ich bräuchte unter Umständen Stahlträger. Verdammt! Ne, das laufe ich nicht nochmal. Alles klar. Hast du super gemacht. Was? Ich habe mich eventuell gerade selbstständig in die Luft gesprengt. Stark. Habe ich mir auch gedacht. Wie sieht denn das aus in Richtung Stromreserven? Was haben wir da noch? Drei Kraftwerke ohne Kohle. Ich meinte jetzt so, was wir jetzt aktuell so noch haben. Ach so, wir haben 56 bis 57 benutzt und 70 haben wir. 56 haben wir doch schon. Ja, aber manchmal geht es auch bis 57 oder so hoch. Okay. Aber wir haben auch eher sowieso noch ein bisschen Luft, ne? Luft ist immer gut. Ja. Luft wird jetzt aber, denke ich mal, knapper. 56. Ja, ich werde jetzt auch erstmal eins anschließen, gleich mal ein weiteres. So, jetzt sind wir bei 62. Warum auch immer. Weil die Steinminer wieder angesprungen. Weil ich Stein für Landfill rausgenommen habe. Okay. Wir werden angegriffen. Oh. Ich brauche ein bisschen mehr Movement Speed. Wo wäre man angegriffen? Ach, dammit, echt jetzt? Ja, geh doch, lauf doch unten auf die Bänder. Geradeaus runter. Ja.
Da hast du doch zumindest schon mal eine Chance dann. So, wie viel verbrauchen die? 3,5 Megawatt. Dann sind wir bei. Ach so, hast du schon angeschlossen. 92,5. Alles klar. Na dann. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, wie stellen wir. Weil das weiß man hier nicht so ganz. Aber das ist gleich geblieben. Alter, die Forschung, die läuft jetzt durch, das ist der Wahnsinn, ne? Die rennt hier Vollgas durch. Aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Hallo und tschüss. Tschüss.